Ich gehe mal gucken, ob wir jetzt ins Haus rein können. Und ein Date mit Papyrus machen. Du bist so verrückt, mich zu sehen. Du versuchst, ohne mich in mein Haus zu gehen. Das ist echt seltsam. Du bist also gekommen, um ein Date zu haben. Du musst das wirklich ernst nehmen. Ich muss dich an einen besonderen Ort bringen. Zu einem Ort angeben, wo ich viel Zeit verbringe. Aha. Mein Zuhause. Yay. Da sind wir drin. Das ist der Hausstein meines Bruders. Er vergisst jedes Mal, ihn zu füttern. Wie immer muss ich die Verantwortung übernehmen. Der Stein ist voller Streusel. Jetzt sind wir hier in Sans und Papyrus Haus. Das ist der Müll immer. Besuche ihn, wann immer du möchtest. Aha, interessiert an meinem Nahrungsmuseum. Bitte erstaune meine kulinarische Kunst. Die Hälfte des Kühlschranks ist voller Kisten mit der Aufschrift Spaghetti. Die andere Hälfte enthält nur leere Chipstüten. Eindruckt, ich habe die Höhe der Spüle erhöht. Jetzt passen mehr Knochen in meinen. Hinein. Schau doch mal. Oh. Hundi. Was? Fang diesen Auftrag nicht, Hund. Verdammt. Sans. Sans! Klage mein Leben nicht mit beiläufiger Musik. Okay, Herz. Bruder geht zum Essen immer aus, aber vor kurzem hat er versucht, etwas zu backen. Es war wie eine Kutsche, aber es war mit einer zuckerigen Substanz gefüllt. Wie seltsam. Ein Donut? Es ist eine dicke Socke mit Notizen drauf. Sans, nimm bitte deine Socken mit. Okay. Wechsel nicht zurück, ich beweg sie. Okay. Du hast die zweite nicht mit bewegt. In dein Zimmer damit. Okay. Und bring sie nicht zurück. Okay. Sie sind immer noch hier. Meinst du nicht gerade, ich sollte sie nicht ganz mal legen? Vergiss es. Oh, ein Lieblings-Game-Show. Hier heißt es, bleibt dran für eine neue. Das Programm mit. Was? Üblicherweise ist es besser. Es ist schon eine schlechte Folge, ehrlich. Woher kann ich die Musik? Du berührst das Sofa. Es macht ein polterndes Geräusch. Du findest einige Münzen im Sofa. Du hast 20 Gold. Na toll. Tagebuch. Ein Witzebuch. Ein Nick riskieren? Warum nicht? Im Witzebuch war ein Buch über Quantenphysik. Du schaust hinein. Im Quantenphysikbuch war ein weiteres Witzebuch. Du schaust hinein. Da ist ein weiteres Quantenphysikbuch. Du schließt auf zu hören. Willkommen in meinem malerischen Haus. Viel Spaß und nimm dir viel Zeit. Das ist mein Zimmer. Wenn du dich umgesehen hast, könnten wir hineingehen und das machen, was Leute beim Daten so machen. Nein, noch nicht. Oh, Schreck. Ein klassisches Bild. Es erinnert mich immer daran, was im Leben wichtig ist. Die Tür ist verschlossen. Oh, schade. Ich kann zu Zeins rein zum. Da war aber schon so ein bisschen Dampf raus. Stimmt interessant. Das ist mein Zimmer. Wenn du dich umgesehen hast, können wir hineingehen und das machen, was Leute beim Daten so machen. Let's go. Aha. Du beschaffst es hier.
Hey, das sind die Angriffe, die ich verwendet habe. Tolle Reinigungen, tolle Erinnerungen, was? Scheint, als wäre es erst gestern gewesen, auch wenn es eigentlich erst passiert ist. Das Internet. Ich bin dort ziemlich beliebt. Nur noch ein Dutzend und ich habe eine zweistellige Followerzahl. Natürlich hat Fame einen hohen Preis. Ein neidischer Troll belagert mein Online-Profil und sendet mir immer schlechte Witze in einem doofen Front. Na, ich habe so eine Ahnung, wer das ist. Die Internetbörse ist offen und zeigt eine Social-Media-Seite. Aha. In meinem Schrank sind keine Skelette. Nur ich, manchmal. Mein Schrank gucken? Warum nicht? Die Klamotten wurden ordentlich aufgehängt. Wir durchfühlen hier andere Sachen. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Weitere Rätselkonstruktionen für kritische Köpfe. Das nächste Buch ist auch ein Favorit von mir. Guck, guck. Mit Fluffy Bunny. Das Ende überrascht mich jedes Mal. Ist diese Flagge nicht toll? An der Hand fand sie an der Bucht. Ich denke, sie ist von der Menschenwelt. Ich weiß schon, das, was du jetzt denkst. Wo sollte eine menschliche Flagge ein cooles Skelett drauf haben? Naja, ich habe eine Theorie. Ich denke, Menschen müssen von Skeletten abstammen. Okay. Wenn du wüsstest. Ach ja, Actionfiguren. Gut geeignet für theoretische Kampfszenarien. Warum ich so viel habe? Naja, sagen wir einfach, sie sind von dem Mädchen oder dem Mann, der Leute überrascht. Ja, das stimmt. Santa. Das ist mein Bett. Wenn ich hier an die Oberfläche komme, möchte ich die Autobahn entlang düsen. Wind in meinen Haaren, Sonne auf meine Haut. Natürlich ist das nur ein Traum. Stattdessen fahre ich, während ich schlafe. Ja, Wind in den Haaren, Sonne auf der Haut. Ja, okay. Schön war's. Ich werde dann mal. Jo, gehen wir mal ein bisschen weiter. Oh, und danke Riss für den Lurk, den habe ich jetzt komplett verpasst. Ich war beim Herz, beim Papyrus da hinten. Danke für den Lurk. Oh, und sei gegrüßt, Adru. Willkommen in der Golem Community. Ein neuer Follower zum Kanal, zum Twitch-Kanal. Hello, do you speak English? No, not very well. My English is very bad. Sorry. I only speak German. It would scare you if I try to speak English. I'm very bad. Jo, schlägst du hier auch herum, um sie zu sehen? Wunderbar, sie ist die coolste, nicht wahr? Ich möchte genau wie sie sein, wenn ich groß bin. Hey, erzähl meinen Eltern nicht, dass ich hier bin. Aha. Ja. Mein Englisch ist... ja. Ich kann es nicht versuchen. I can try to speak English, but yeah. It's a German Let's Play. German Patch. Das ist eine Echoblume. Sie wiederholt, was zuletzt gesagt wurde. Okay. Das ist eine Echoblume. Sie wiederholt, was zuletzt gesagt wurde. Das ist eine Echoblume. Sie wiederholt, was zuletzt gesagt wurde. Okay. Faszinierend. Okay, ich bin bereit, wenn du es bist. Das funktioniert. Das ist aber falsch. Das wurde nicht zuletzt gesagt.
Das Geräusch fließenden Wassers erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern. Noch nie jemanden mit zwei Jobs gesehen. Glücklicherweise bedeuten zwei Jobs auch doppelt so viel Pausen. Ich gehe zu Gilbys. Willst du mitkommen? Warum nicht? Naja, wenn du drauf bestehst, dann brechen wir halber auf. Hier drüben. Ich kenne eine Abkürzung. Oh. Da sind dann Gilbys. Schnell Abkürzung. Was? Hey, Leute. Hey, Sans. Hey, Sans. Grüß Sans. Hallo, Jin Sansi. Hey, Sans. Warst du hier nicht erst vor ein paar Minuten zum Frühstück? Nö, ich hatte mindestens seit einer halben Stunde kein Frühstück. Du meinst wohl den Brunch? Hier, mach es dir gemütlich. Ups, pass auf, wo du dich hinsetzt. Manchmal legen Spaßvögel Furzkissen auf die Stühle. Wie auch immer, bestellen wir etwas. Mist, Pommes oder Burger? Ich nehme Burger. Hey, das hört sich wirklich gut an. Gilby, wir hätten gerne zwei Burger. Hurra. Also, was denkst du über meinen Bruder? Ja, das ist... Natürlich ist er cool. Du wärst auch cool, wenn du das Outfit jeden Tag anhättest. Er zieht es nur aus, wenn es wirklich nötig ist. Ja, zumindest wäscht er es. Und damals meine ich, dass er es unter der Dusche trägt. Da kommen die Bürger. Da kommt das Essen. Möchtest du Ketchup? Also nee, kein Ketchup. Mehr für mich. Jetzt säuft er die Ketchupflasche aus. Na toll. Ja, egal. Ob er jetzt cool ist oder nicht, er bemüht sich wirklich. Ich finde es toll, wie er versucht, Teil der Königsgarde zu sein. Eines Tages ging er zum Auszahnführerin der Königsgarde und flehte sie an, Teil der Garde zu werden. Natürlich hatte sie die Tür geschlossen, denn es war Mitternacht. Aber am nächsten Tag wachte sie auf und sah, dass er noch wartete. Wegen seiner Hingabe entschied sie sich, in den Kampf zu trainieren. Naja, das Ganze muss noch ausgearbeitet werden. Burger essen. Ich wollte dich noch etwas fragen. Was? Schon mal von einer sprechenden Blume gehört? Tatsächlich, ja. Du weißt also darüber Bescheid. Die Echo-Blumen sind überall im Butterfall. Wenn du etwas zu ihnen sagst, wiederholen sie es immer wieder. Ich dachte, die andere Blume, die Flowey, die wir am Anfang getroffen haben. Okay. Warum das interessant ist? Ein Papyrus hat vor kurzem etwas Interessantes erzählt. Manchmal, wenn niemand in der Nähe ist, erscheint eine Blume und flüstert ihm Dinge zu. Schmeicheleien, Ratschläge, Aufmunterungen, Vorhersagen. Seltsam, nicht wahr? Jemand muss eine Echo-Blume verwenden, um ihm Streiche zu spielen. Halte die Augen offen, in Ordnung? Danke. Okay, darf mein Burger noch essen? Tja, das war dann eine lange Pause. Kaum zu glauben, dass ich mich so lange aufgehalten habe. Oh, bevor ich es vergesse, ich bin leider pleite. Kannst du die Rechnung zahlen? Es sind nur, wie viele? 10.000 Gold. Ich habe so viel Geld nicht. Halt, nur ein Scherz. Krimi, schreib es auf meine Rechnung. Ach, richtig. Ich wollte noch etwas sagen. Habe ich aber vergessen. Aha. Die Bürger dürfen wohl nicht aufessen. Na dann. Komm hier nochmal rein. Ich finde Sans Zimmer. Die Tür ist verschlossen. Schade. Was?
da will ich nicht rein. Dann gehen wir mal wirklich weiter. Den ganzen Weg noch wieder zurück. So. Mal speichern bitte. Das Geräusch fließendem Wassers erfüllt sich mit Entschlossenheit. Spiel gespeichert. Lass mal wieder abhängen. Gerne. Nicht jetzt. Es ist eine Kiste. Du kannst ein Item hineinlegen oder herausnehmen. Warum sollte man? Items in die Kiste. Items in der Kiste kann man nicht verwenden. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenhasser. Plastikmesser, Handschuhe. Immer beides mit. Kann man es irgendwann mal gebrauchen. Oh wei. Schon Rüben. Okay. Durchs hohe Gras. Oha. Was passiert da? Hey, nein. Hier kommt mein Tagesbericht. Wegen die Menschen, über den ich vorher sprach. Wie? Ob ich ihn bekämpft habe? Ob ich ihn bekämpft habe? Also, Pyrus. Ja, natürlich. Tat ich das. Ich habe ihn tapfer bekämpft. Ob ich ihn gefallen habe? Naja, nein. Ich habe es wirklich versucht an ihm, aber schlussendlich habe ich versagt. Was? Du wirst die Menschen eigenhändig die Sinne entreißen? Aber nein, du musst ihn nicht töten, verstehst du? Das ist nämlich so. Wie ist das? Ich verstehe. Ich helfe dir so gut ich kann. Ich muss mal einen Schluck trinken. Oh nein. Wurde entdeckt. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Hast du gesehen, wie sie dich angestarrt hat? Das war großartig. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja, komm mit. Schauen wir, wie sie ein paar fiese Typen erledigt. Oh. Hingefallen. Das Gefühl von Furcht überkommt dich. Doch du bleibst entschlossen. Waterfall Corridor. Spiel gespeichert. Jo, weiter geht's. Wenn vier Brückensamen nebeneinander liegen, entsteht eine Brücke. Okay, hier haben wir vier Brückensamen. Tja, kleines Brückensamen-Tutorial. Blütenbrücke. Oha. Ich werde angegriffen. Aaron beugt sich vor. Aha. Interagieren wir mit ihm. Armbeugen. Lässt die Muskeln spielen. Aaron strengt sich doppelt an. Angriff erhöht sich für beide. Muskelwitze. Beug ich dich weiter. Beug dich weiter. Was? Aaron ist bereit für deine nächste Armbeuge. Schwanz die Muskeln an Aaron, verdreifacht seine Kraft. Angriffe erhöhen sich für beide. Nett, ich werde nicht verlieren. Aber ich wahrscheinlich. Wie das aussieht.
haben wir das Brett für den nächsten Abendbilder. Verschunken wir nicht. Ach komm, wir fliehen. Was so ist. Du bist das Licht aus. Okay. Eine Brücke bauen. Aha. Vier ergeben eine Brücke. Also wird das damit nichts. Tja. Was haben wir zugesetzt? Ja, haben wir zugesetzt. So, eine Brücke. Passen da irgendwie viele hin? Wenn Fehler geschehen, kann die Glockenblüte die Brücken samt zurücksetzen. Ah, okay. So. Ah, die kann ich zusetzen. Jo. Das werde ich wohl einige Mal noch brauchen. Probieren wir mal, hier vier hinzusetzen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas Schräges probieren. Hier so zum Beispiel. Warte, ich habe eine Idee. So nicht. Auf die Brücke vielleicht. Ich dann hier hinwerfe. Das könnte klappen. Die Musik ist ja mega spannend. Da können wir doch bestimmt eine Brücke hin. Jetzt hier noch eine vierte. Sehr schön. Jetzt können wir hier rüber. Sehr gut. Wink. Hallo, hier ist Papyrus. Wie ich an diese Nummer kam, das war ganz einfach. Ich habe jede Nummer angerufen, bis ich sie hatte. Also, was hast du gerade an? Ich frage für einen Freund, die meinte, du trägst eine Banane. Stimmt das? Trägst du eine Banane? Trägst du eine Banane? Alles klar. Zwinker, Zwinker. Einen schönen Tag noch. Ja. Ich werde hier von Papyrus belästigt. Vor langer Zeit flüsterten Monster und Sterne ihre Wünsche zu. Wenn du etwas mit ganzem Herzen gewünscht hast, und der Wunsch war, jetzt bleiben nur noch diese funkelnden Steine an der Höhlendecke. Ach so, das sind Steine. Na toll. Wunschtraum. Wenn sich tausende Leute etwas wünschen, können sie nicht falsch liegen. Das wird der König beweisen. Komm schon, Schwester. Wünsch dir etwas. Oh. Ein Monster greift an. Wuscher mischt sich ein. Nein.
kämpf nicht. Pfeif beim Säubern. Was zum. Ich werde fliehen. Keine Magie. Ich wünsche mir, dass meine Schwester eines Tages die echten Sterne sieht. Alles klar, wir sind unter der Erde. Ah, mein Horoskop ist mit der letzten Woche identisch. Aha. Das Teleskop schauen. Aha. Mal Wand prüfen. Okay. Interessant. Die Wand prüfen sollen wir. Welche Wand? Die hier? Oha. Genau die Wand hier. Historische Schriften zieren diese Wand. Du kannst sie gerade so entziffern. Der Krieg zwischen Menschen und Monstern. Warum haben die Menschen uns angegriffen? Es schien, als gäbe es nichts zu befürchten. Menschen sind irrsinnig stark. Man bräuchte die Seele nahezu aller Monster, nur um in der Macht einer einzigen menschlichen Seele ebenbürtig zu sein. Aber Menschen haben eine Schwäche. Ironischerweise ist das die Stärke ihrer Seele. Ihre Macht erlaubt es ihnen, selbst nach dem Tod außerhalb des Körpers zu existieren. Wenn ein Monster einen Menschen besiegen kann, besiegt, kann es seine Seele nehmen. Ein Monster mit menschlicher Seele ist eine Kreatur mit unfassbarer Macht. Zeichnung eines sehr seltsamen Wesens. Etwas an diesem Bild wirkt sehr beunruhigend. Okay. Ein bisschen Geschichte. Okay, können wir nicht hin. Dann gehen wir mal weiter. Okay, wir sind auf einem Floß. Hallo. Ach du Schande. Und dein. Er wird. Nö. Ich hab nicht mehr viel Energie. Genau das. Wo war der letzte Speicherpunkt? Endlich weit. Oh, hier war ein Checkpoint. Sehr schön. Das ist ja nett. Ich hab's schon fast gedacht. Stimmt, kann ich ja leider nicht. Ausweichen. Ach, cool. Verdammt. Ups. Muss das Spiel dann ausweichen. Oh nein, der Kleine. Das kleine Monster hat's erwischt. Oh, schade. Oh, da ist er ja. Junge, hast du das gesehen? Und dein hat mich gerade berührt. Ich werde nie wieder in mein Gesicht waschen. Mann, du hast echt Pech. Wenn du nur ein bisschen mit links gestanden hättest. Jo, mach dir keine Sorgen. Wir werden sie bestimmt noch einmal sehen.
Und schon wieder aufs Gesicht gefallen. Na toll. Okay, hier haben wir einen Speicherpunkt. Der Käse liegt hier schon sehr lange. Das ist ein magischer Kristall, ihn überzieht. Er klebt am Tisch fest. Die Maus ist auch noch da. Peach. Ja. Die echte Blume. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Käse aus dem Kristall extrahiert, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern. Waterfall-Kristall. Und hier am Waterfall-Kristall speichern wir noch ein zweites Mal, unnötigerweise. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Für heute soll es das gewesen sein. Ich beende diesen Stream an dieser Stelle. Diesen Part. Und damit ich nach oben sollte gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part nicht verpassen wollt. Nächsten Stream. Ja, habt noch einen angenehmen Fürstentag. Haut rein. Und ciao.